Hallo und herzlich. Sie können sich gar nicht vorstellen, was hier gerade abgeht. Das Stadion tobt und in diesem Sinne ein herzerfrischendes Moin Moin hier aus der Sprecherkabine. Ich bin der Hardy und hier bei Louis geht's jetzt rund. So ist es. Da hat wieder Jesse wieder genau den richtigen Moment erwischt. Hallo und herzlich willkommen zurück mit Monkey Island. Ja, Monkey Island, tatsächlich, ich glaube, ich habe mir auch keine Reime drauf bilden können, was wir jetzt irgendwie als nächstes rätseln oder lösen müssen. Wir sind ja jetzt ungefähr über die Hälfte haben wir jetzt geschafft. Allerdings bin ich mir jetzt ziemlich unsicher, irgendwie, was ich da jetzt noch alles machen muss. Ich weiß natürlich, was ich machen muss, aber wie ich die Sachen lösen kann oder so, da will ich mir jetzt noch nicht so richtig einen Reim drauf bilden können. Bei dem einen war es ja tatsächlich so, dass es so ein kleines englisches Sprichwort ist oder zumindest irgendwie so ein wie nennt man das denn? Wortwitz irgendwie und da weiß ich noch nicht, ob ich das überhaupt hinbekomme im Deutschen dann quasi. Das Ganze irgendwie hinzubekommen. Mache ich jetzt bei jedem Streamstart. Mach das. Auf den Moment hast du sicher schon seit gestern gewartet. Wortspiel, ja. Weiß nicht, ob ich drauf gewartet habe, aber wir werden es auf jeden Fall hoffentlich hinbekommen. Irgendwie das Kaiserlein ist auch gerade rechtzeitig auch da. Moin Kaiserlein. Ich würde sagen, ich starte das Spiel, dann reden wir gar nicht lange drum rum und ja, verzweifeln miteinander oder aneinander oder ich habe keine Ahnung. Wir werden es gleich sehen auf jeden Fall. Und naja, schauen wir mal rein ins Spiel und lassen uns überraschen. So, da sind wir dann auch schwer. Laden. So, ich glaube, es waren jetzt ein bisschen mehr als 50%, wenn wir jetzt mal runterscrollen. 56% sogar schon. Na, da sind wir schon fast durch quasi. Also ich wäre glücklich, wenn ich bis 75% ungefähr komme. Dann hätten wir vielleicht Sonntag nochmal Zeit, irgendwie das Ende, das Finale zu spielen. Ich glaube, mehr werde ich auch nicht schaffen. Also das wäre schon ein kleines Wunder, muss ich ehrlich sagen. Aber lassen wir uns überraschen. Du brauchst immer noch einen neuen Sound, dringend. hab ich sogar. Hier oben waren wir jetzt bei diesem Blätterhaufen. Mal hier reingucken. Hiermit muss ich irgendwas machen. Ich muss bestimmt diesen Haufen irgendwie auflösen, aber Fenster. Ich weiß, irgendwie kam mir das auch bekannt vor, aber das ist, glaube ich, Monkey Island 4 gewesen oder so. Das habe ich bei meinem Bruder mal gesehen. Da war auch eben so ein ähnliches Rätsel, glaube ich. Oder haben wir hier im Boden was, irgendwas? Das habe ich ja auch schon irgendwie bei, ich glaube, Grim Fandango hatte ich das. Da war auch irgendwie auf dem Boden auf einmal eben so eine Fliese locker, aber ich sehe jetzt nicht. Aber das ist schon verräterisch, dass sich diese was ist das da, dieser Vorhang im Wind wiegt. Das von, glaube, da könnte man, glaube ich, schon drauf an oder dran ansetzen. Gut, die anderen Hütten konnte ich, glaube ich, nichts machen. Wobei das immer noch komisch vorkommt, aber du sollst runter, genau. So. Also da, wie gesagt, habe ich noch nicht so wirklich eine Idee. Kommt wahrscheinlich später. Benkur! Ah, übrigens, vielen Dank für den Follow. Krass. Der Ben, den ich damals den Monitor noch abgekauft habe, oder und seinen komischen Rechner, diesen AMD Bartron 2500 Plus, irgendwie, den ich eigentlich, der habe ich nachher zweimal gehabt. Krasse Scheiße. Moin, wenn er das ist. Aber es gibt nur einen Ben, also alles andere ist ja völlig hirnrissig. Eine Maus habe ich den nicht abgekauft, nee. So perfide war ich nicht. Also ich habe den Monitor und eine Maus? Nein. Ein Rechner, das weiß ich noch. Bin extra nach Rendsburg gefahren, irgendwie. Rendsburg, MO, da in die Ecke, irgendwie. Weiß nicht, ob das da irgendwie dann Osterrönfeld, Westerrönfeld, das gibt es da 1000 Rönfelds da irgendwie, wo ich in der Gegend. Irgendwo da in der Nähe. Nee, Quatsch, das war auch, wo die Art of Land stattfand. Wie heißt der Ort denn noch? Ach, da komm ich nicht mehr drauf. Aber moin, das freut mich. Raupi wirst du hier auch manchmal sehen. Manchmal ist auch Spawn ist hier manchmal noch irgendwie zu sehen, ganz kurz. Aber meistens schüttet der irgendwie nur ein paar Bits rein und haut dann wieder ab. Büdelsdorf, genau, Büdelsdorf war das. Moin, Timmy, moin. Büdelsdorf. Ich weiß noch, das mit dem Kreisverkehr. Das ist ein bisschen laut, irgendwie. Ich schreie immer hier gegen das Spiel an. Ich weiß noch, immer am Ortseingang, da war irgendwie, wenn man von der Autobahn kam, war immer so ein Kreisverkehr. Und danach kam so ein Mobilcom-Shop irgendwie. Also, jetzt wäre ich da aufgewachsen, unfassbar. So, Einstellung. Musik. Bisschen leiser hier mal. Die schreien mir hier so ein bisschen zu sehr.
Ich merke das immer am Anfang des Spiels. Irgendwie nachher, wenn ich gespielt habe, dann merke ich schon gar nicht mehr. Sightseeing. Sunken Galleon. Was hast du gesagt? Ich verstehe die Cruises. Three-hour tours. Come on! It's all paid for by Booty Island Parks and Rec. Hier muss ich nichts machen. Bin mir relativ. Jo, ich bin schon wieder rausgetappt. Super. Kurzen Moment. Das heißt, anordnen. So. Und wieder im Spiel zurück und weiter. Great day for spitting. So. Weiter das Problem, wenn ich mit der Maus aus dem Bild rausrutsche. Also, ich habe hier Stan noch offen. Sightseeing. Die habe ich auch nicht mehr. Entschuldigung. Cruises. Stan ist noch offen. Also, das heißt, das mit den Särgen. Dann habe ich ihn hier mit seiner Kanone noch. Wo ich aber glaube, er muss hier wahrscheinlich ein Boot abschießen. Bin ich mir relativ sicher, dass er irgendwie an der Kanonenkugel kommt, die da reinstopfe und dann irgendwie irgendein Schiff hier versenken kann. So, bei dem Händler, glaube ich, dürfte nichts weiter sein. Jetzt gucke ich nochmal hier auf die Insel. Die Jessie wieder. So. Habe ich noch irgendwas anderes? Die Klippe. Die Klippe, da habe ich noch die... Also nach meinem Empfinden muss ich da, glaube ich, die Angel von dem kleinen Jungen kriegen, um hier an der Klippe immer dieses Kartenstück noch zu holen. Und das ist eigentlich ein Rätsel, was ich... Also im Prinzip schon gelöst ist. Ich brauche nur die Angel. Meiner Meinung nach. Und hier unten hängt das Kartenstück. Bin mir relativ sicher, dass ich das mit der Angel bewerkstelligen muss. Wobei, das ist immer die Gefahr, wenn man sich so schnell festlegt, irgendwie, dann ist man nicht mehr so offen für andere Sachen. Man ist dann so ein bisschen im Tunnelblick. Aber... Oh, herrlich. Hallo und herzlich willkommen an die Zuschauer von Adi. Herzlich willkommen auf Booty Island. Ja, ihr habt euch in einem Ferienparadies niedergelassen. Ich bin euer Reisebegleiter. Moin, Hardy. Aber Hardy auch wieder pünktlich dabei, das finde ich gut. Und das mit dem Gruppen... Sie können sich gar nicht vorstellen, was hier gerade abgeht. Das Stadion tobt und in diesem Sinne ein herzerfrischendes Moin Moin hier aus der Sprecherkabine. Ich bin der Hardy und hier bei Louis geht's jetzt rund. Der leise Reiter. Ja, herzlich willkommen, Hardy. So, und ich glaube, beim Haus der Gouverneurin habe ich, glaube ich, nichts weiter. Da war der Hund, da war der Gärtner. Ich kann mal nachgucken. Ich habe ja nicht mehr hinter das Haus geguckt, seitdem. Hier war der Hund, der merkt nochmal, wenn ich was klauen möchte. Geh mal hinter das Haus. So. Obwohl, hier muss doch noch irgendwas sein. Hier ist auch noch die Mülltonne. Lass mal überlegen. Ja, sehen wir hier noch irgendwas anderes? Kai, moin. Mülltonne, Schachteln. Ich glaube, das ist aber eher zum Hochklettern. No thanks. They reek of fish. Kann ich irgendwie hochklettern? No thanks. They reek of fish. They're empty. Okay. Und damit muss es auch noch irgendwas auf sich haben, oder? Den Hintereingang. Hier war ich nämlich noch gar nicht. Ah, sehr gut. Gut. So, hier ist noch der Chefkoch. Dum. Ich weiß jetzt nicht, ob der... Hey, oh! Kitchen staff only! Sorry. Okay, also ich kann rein. Moment mal. Hey! What is all the racket? Don't mess with the governor's cans! Don't even think about going in there! Oops. Don't even think about going in there! Huh. Don't even think about going in there! Okay, also so kann ich ihn auf jeden Fall rauslocken, okay. Die Musik raus, sehr. So, und er geht zu den Schachteln. Kann ich da irgendwas raufpacken? Die Mülltonne, dein Zuhause. Da kann ich doch bestimmt irgendwas mit kombinieren. They're empty. So, die sind leer. I can't dig that, Daddy. Dum. Was könnte man denn da Cooles raufpacken, dass er irgendwie einen auf den Döls bekommt, oder? I don't think that'll work. Huh.
Also ich muss ja wahrscheinlich, ey, warum auch immer, ich muss wahrscheinlich, ach so, ich muss an den Fisch kommen, damit ich die Angel nachher kriege, oder? So, warte mal, ich probiere das nochmal hier aus, drücken. You again? Who do you think you are? Punk. Okay, jetzt gehen wir rein. Ich kann mich dahinter verstecken. You again? You better just get out of here. No good, punk. Let this be a lesson to you. Wie kriege ich ihn denn aufgehalten? Schild, was war da drauf? It says, Dear Booty Island Waste Disposal Service. Shh, please don't bang garbage cans. Governor sleeping upstairs. Genau, aber das muss ja irgendwas mit den Schachteln hier auf sich haben, oder? Soll ich die mal... Nee, kann ich gar nicht drücken. They're empty. Sie sind leer. Also muss ich sie doch bestimmt mit irgendwas kombinieren, weil ich komme da oben gar nicht rauf. Oh, da kann ich oben ins Zimmer gehen? Moment. Wie war das noch mit Monkey Island 3? Wirst du das auch noch spielen? Ja. Ich bitte drum, dass er das macht, sonst hau ich hier. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber erstmal müssen wir natürlich das Spiel hier durchspielen. Sagen die es noch irgendwann? Can I get the recipe for that fish? Oh yeah. Where'd you get the costume? Ah, I wore it last year. So then she looked at my treasure and said, nice booty and I thought. Ah, ich mag die Gespräche hier. Ich kann mir immer noch nicht verstehen, ich muss mir das VOD nochmal angucken, dass ich wirklich dieses Gespräch überhört habe. So, hier haben wir noch einen Mantel. Und Kleidespiegel. Büste. Da muss ich mir ja auch noch was einfallen lassen wahrscheinlich. I can see Governor Marley's front yard. Ich überlege, ob ich hier was rauswerfen kann oder so. Das müsste ja im Prinzip das genau da drunter sein, irgendwie, ne? Deswegen, vielleicht auch wegen Fenster zu, auf. Es ist zu... Das stört mich ja eigentlich nicht, ne? Ich glaube, das kommt irgendwie später nochmal. Auch hier mit der Umkleide, Mantel, hier sind zu viele Sachen, die hier noch unbenutzt sind. Wo ich mir vorstellen könnte, man kann die auch nicht mitnehmen. I don't want to break anything. Elaine would kill me. Mit der Mantel und so weiter. I'm warm enough in the one I have on. I'm warm enough in the one I have on. Nothing back here. I'm pretty comfortable in what I have on. Nee, irgendwas anderes. Also irgendwas mit Spiel. Hier sind so viele Sachen, mit denen man kombinieren kann wahrscheinlich noch ja, später. 4 und 5 auch. Ja, also 4 auch auf jeden Fall. Und 5, denke ich mal, dass du damit Tales of Monkey Island meinst. Hatte ich eigentlich auch vorher. Also und dann auch alle Episoden dann. Also ich möchte wirklich einmal komplett Monkey Island von vorn bis hinten einmal durchziehen. Wenn man schon dabei ist alleine. 4 habe ich nicht mal bis zur Hälfte gespielt. Das war irgendwie von der Steuerung. Ja, das wird ein bisschen hakelig. Das glaube oder befürchte ich eben halt auch. Da gibt es leider auch kein Remake oder irgendwas. Das könnte ein bisschen haarig werden. That doesn't seem to work. Das hatte ich glaube ich schon. I can't dig that, Daddy. Ich würde gerne den Stock da irgendwie, um das hier umzuwerfen. Was hat das mit den Schachteln auf sich? So, Fenster ist. Man sieht hier auch keins, das jetzt irgendwie offen wäre oder irgendwas, dass man jetzt hier irgendwas kombinieren könnte. Kann man hier noch weiter rumgehen? Nein, hier komme ich nur wieder zur Seite. Ich guck nochmal rein. So, wir haben Fisch. Was haben wir. Ich guck mal hier. Das Hühnchen, ey. Kommt das gleich nochmal? Das ist nur der Fisch. Und den Fisch brauche ich, um den Typen da mit der Angel da wahrscheinlich ruhig zu stellen. Weil ich mich mit dem hier angelegt habe. So, okay. Also ihn muss ich hier rauslocken. Ich glaube, da sind wir uns alle soweit einig, oder? Hier ist auch nichts anderes. Hier ist nur dieser eine Fisch. Oder drei Fische jemand. So, aber wie kriege ich ihn abgelenkt? Das geht halt draußen mit der Mülltonne. Das wissen wir auch schon mal.
So, aber wie bleibt der jetzt noch länger draus schon? Kann man die aufheben? Nee, ne? You again? If it's not raccoons, it's teenage vandals. Oh, der hat mir hinterher. Hey, come back here. I'm not done yet. Rennt er mir jetzt echt hinterher? Er rennt mir wirklich hinterher. You heard me. Get lost. Ich hoffe, dass ich genug Vorsprung habe. Ja, das sieht gut aus. I don't think I need any more. Ja, das war's auch schon. Ja, super. I don't think I need any more. Ja, perfekt. Ich bin ein Meister. There you are. Ja, ich renne anyway, schon. Anyway, like I was saying, transient hooligan. Why, I ought to... You're lucky I have to get back to my fish. Sehr gut. Ich hätte mir... Also das... Gut, dass ich hier nochmal nachgeguckt habe. Da war ich mir jetzt echt... So, jetzt haben wir Fisch, Angel, gleich Kartenstück. Ah, die Steuerung hat mich davon abgehalten. Rätsel und Humor sind auch top. Ja. Aber das ist echt wichtig, ne? Und ich weiß nicht, warum LucasArts das damals irgendwie entschieden hat, auch bei Grim Fandango. Ich habe ja schon die Remastered-Version gespielt, aber selbst die war schon ein bisschen hakelig. Und ich glaube, wenn man das echt mit Tastatur dann steuern muss, harter Stopp. Fleisch dabei in seiner Hand, was Angst. So, jetzt können wir zurück auf, wie heißt die andere Insel noch? Bougie Island und Head Island. So, dann denke ich mal, wenn ich... I want to go to Head Island. So, jetzt gehen wir mal zum Typen, geben ihm den Fisch, der denkt dann, alter Schwede, was hast du denn für einen Lörres da rausgeholt? Irgendwie so. Hoffe ich. Achso, Jesse, ich habe dir noch einen Command eingebaut. Den habe ich dir auch vorhin noch in Discord geschickt. Den kannst du gerne nochmal ausprobieren, wenn du möchtest. So, Fisch mit. Wow! This is the biggest. It's almost as big as the Leviathan I just hauled in. Really? Where is this Leviathan? I think you're lying. Yeah, you're right. It was just a fish story. I guess you win. Here, take the pole. Ach. Ich bin so ein... Also da merkt man aber auch, dass man vielleicht schon wieder gestern so ein bisschen auf dem Schlauch stand, wenn man zu viel Rätsel dann schon gelöst hat oder zu viel irgendwo drin sich verloren hat. Where do you want to go? I want to go to Booty Island. So, ich glaube, das ist echt so, dass man nach einer Zeit dann so ein bisschen Matsch ist in der Birne und dann erstmal wieder ein bisschen neuen Anlauf braucht. So, jetzt haben wir aber dann das Kartenstück und dann bin ich aber wieder schachmatt. Dann weiß ich schon wieder nicht, was ich machen muss. Ich habe nichts von den Kommandanten. Ja, ich dachte mir selber auch irgendwie, ich hätte es ein bisschen später erwähnen müssen. Nein, also ich kann es nachher nochmal. So, Angelroute mit... Es ist so schön, wenn diese Rätsel dann auch genauso aufgehen, wie man das vor 10 Stunden gesagt hat. Das ist Genugtuung. Ach, herrlich. Genau so. Es darf nichts mehr... Sein Ernst? Dang. Das ist jetzt wohl das kleinste Problem, oder? So, ab zum Baum. 10 Jahre Cooldown. Luigi, der hat vorher die Komplettlösung beim Kacken gelesen. Ja. Fandango ist ein richtig gutes Spiel, obwohl, wie gesagt, also man kommt da manchmal, manche Rätsel sind da auch ziemlich, boah, wo ich, also wir haben das ja auch live im Stream gespielt, man kann sich das bei YouTube auch gerne nochmal angucken, aber... Da waren ein paar Rätsel, die so ein bisschen sehr, sehr Humor auf Weltklasse. Looks like a plank stuck in a hole in a tree. Ja, du nutzt es. Natürlich auch mit dem Humor und so weiter und auch in gewissen Momenten auch ein bisschen schwärzerer Humor, was gut ist. Aber manche Rätsel,
für eine Remaster sah es auch nicht wirklich viel besser aus, muss man sagen. Also, aber man muss, ich finde, man so kann es mal gespielt haben. Aber manche Rätsel fand ich schon ziemlich bockschwer. Weil ich auch manchmal so mit der Wahrnehmung irgendwie, für mich sahen manche Dinge anders aus irgendwie. Ich erinnere mich noch an was. That's the bird that stole my map. No way. He looks like he bites. No way. He looks like he bites. No way. Das wird auch nicht klappen. Looks okay. Like he bites. Kann ich den Spiegel vorhalten? That is a nice looking beard. Nee. Okay, das wäre zu einfach gewesen. Den Affen draufhetzen finde ich auch ein bisschen gemein, aber... I don't think that'll work. Ja, auch ein bisschen komisch, ne? Mit einem Stöckchen. That doesn't seem to work. Jetzt kriege ich den da nicht weg. Also, er hat einen Wurm. I don't think that would be very sporting. Das wäre nicht gerade fair, ist auch sehr gut. Ein Stock. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt wichtig ist. That doesn't seem to work. Warte mal. Also, es muss doch irgendwas mit dem Wind hier zu tun haben. Fenster, Fenster, Tür. Was passiert, wenn ich jetzt hier hingehe? There's nothing interesting in there. There's nothing interesting in there. Hm. Wie kriegen wir den Vogel da weg? Würmer oder irgendwas habe ich auch noch nicht gesehen in dem Spiel, deswegen. Ich habe jetzt auch nichts, was ihn jetzt interessieren könnte. I have a thing about lice. Wofür könnte eine Möwe Schiss haben? I don't think I should use it indoors. Ja, schön. Wie gewonnen, so zerronnen, ey. I don't have a use for it. Kann ich auch nicht werfen? Das ist ein bisschen hart. Er macht's. My Scoutmaster would kill me if he saw me with a knife like that. Ich kann doch den Vogel damit verscheuchen. I can't dig that, Daddy. Vogel, Vogel, Vogel. Kann ich das hier irgendwo ranhängen? Nur zu Schild mit Fenster? That doesn't seem to work. Ja, so. That is a nice looking beard. Ach Mann, den Spiegel kann ich überhaupt nicht benutzen. Jetzt müsste ich von draußen irgendwas machen oder so, ne? Ich sag, das mit dem Wind, das. Irgendwas muss es so bedeuten. Schon als Remaster gut. Also, man kann es auf jeden Fall empfehlen, ja, aber ich fand, manche Rätsel hatten dann auch irgendwie sowas wie das gestern mit dem Affen, irgendwie so ein bisschen, wo du denkst, irgendwie, das ist eher Glück, dass man draufkommt, so ungefähr. Geil, die Nacht erstmal Louis' YouTube-Channel stalken. Da gibt es auch ganz viel mit Origins, Assassin's Creed generell, alles ab Black Flag. So. Achso, und wo ich gerade Discord sehe, da sind auch schon die neuen Emoticons zu sehen, die jetzt demnächst dann bei Twitch, die müssen jetzt noch geprüft werden von Twitch, die kommen dann noch online. Da gibt es zwei neue. Das schon mal so als kleiner Teaser. Das Ding bewegt sich doch nicht umsonst im Wind. Also würde ja bestimmt auch ein Buch gegen, also bezüglich Möwen geben wahrscheinlich, oder? Ich versuche es immer wieder mit meinen Möwen, mit meinen Büchern. Also ich wüsste jetzt nichts, was man halbwegs sinnvoll einsetzen könnte hier gegen den. Feuer. Feuer vielleicht, aber. Um den Haufen da wegzunehmen. Aber dann verbrenne ich ja mein eigenes Blatt, das ist auch doof. Nee, es muss irgendwas. Ein Stöckchen holt so ein Vogel ja auch nicht.
Also hier kann man gut durchs Fenster reingucken. Mal hier. Muss man jetzt irgendwas da mit dem Haus der Gouverneurin da irgendwie eine Spiegelung in die Richtung? Ist das schon zu weit hergeholt? Ja, ne? Dass man das Fenster ja eigentlich auch nach hinten rausgehen sollte, ne? Ich weiß nicht, ich konnte mir natürlich auch noch keinen Reim drauf bilden, wofür ich hier das Teleskop benutzen. Nice. Betrachte. Und das mit dem Scheißhaus, das ist genauso. Das. Hier steht nicht umsonst ein Scheißhaus. Kein Zweifel. No thanks. Only shiny pages left in the catalog. Brauche ich noch Toilettenpapier? How rustic. Herrlich. Er fängt schon wieder an, dass er jetzt wieder planlos durch die Gegend laufe. Hier fehlt noch was für das Rätsel, okay? Ja, aber kein Odyssey. Wir sehen, wie du dich durch Griechenland kämpfst. Jesse hat schon geschrieben, wie sie da alles wegflankt, was lebendig ist auf der Insel, also in Griechenland. Mir fehlt da noch was. Ich wüsste nicht mal, wo ich neue Sachen kriegen sollte, ehrlich gesagt. Das könnte natürlich auch ein Buch sein, irgendwie. Ist mein einziger Ansatz jetzt. Also ich würde jetzt mal gucken, was er gegen Möwenverteidigung machen kann. Seagull heißen die Leute, ne? Im Englischen. Where do you want to go? Müsste ich wahrscheinlich, ich guck mal. Nicht verzagen, Bibliothek fragen. Mal gucken, vielleicht klappt das ja. Wo soll ich wohnen? Komm schon, du bist es drauf. So, Segeln, nö. Segeln, nö. Lachs und andere Leckereien. Kann mir noch ein Fisch weiterhelfen? Fisch, Möwe? Würde Sinn machen sogar, ne? Das würde sogar mehr Sinn machen, als jetzt hier in der Kartei rumzusuchen. Aber wie hieß nochmal der Hinweis für den Spuckwettbewerb? Den würde ich jetzt gerne nochmal sehen. Wie war das? Sind irgendwas mit Speichelproblemen, irgendwas, ne? Feuchte Aussprache oder irgendwie so. Piraten, wenn Holz bebt. Sprache, Sozialismus, Darwinismus. Nee, ich glaube, das ist tatsächlich dümmer, was ich gerade mache, als Dummheit. Dummheit, der durch die Wand geht. Ja. Eine Analyse des Systems. Okay. Bum, bum, bum. Was habe ich gesagt? Feuchte Aussprache. S. War S. Ich Idiot. Wie? Warum war das hier nicht mit drin? Hallo. Oder feuchte Aussprache. Wett. Irgendwie vielleicht. Die soll ich ja gestern übersehen haben, deswegen wundert mich das nochmal. Sie ja auch Sprache, aber ich meine, Language wäre das wahrscheinlich, ein L. Schon lässiger Sprachschatz, nee, das ist nicht. Läuse, Mittagessen. Ich will nur wissen, ob ich das echt gestern übersehen habe. Seekühe, feuchte Jungfrau aus der Tür. Das finde ich immer eine mit der besten Karten. Kampfsport, Mathematik, Irrgarten, Stealth-Segler finde ich auch sehr schön. Hier kommt das nicht mehr, ne? Faszination der Bär. Es ist tatsächlich sehr, also allein schon dadurch, dass es natürlich dann einfach so übersetzt wurde und wahrscheinlich auch nicht anders zu übersetzen ist, dann irgendwie ist das ziemlich durcheinander. Louis ist die Bibliothek. Heute farblich an die Bibliothek. Echt? Boah, komm, so ein bisschen, ne? Man bereitet sich auch vor, ne? So. Meine Steam-Signale. Das ist der so weg. Der ist gut. So, Steam-Signale ist sehr gut. Das habe ich. 1000 Smileys.
Du könntest aktuell was auf Scab beim Wasserfall und bei der Location mit dem Koch machen. Genau, also bei der Location, glaube ich, der Fisch, das wird absolut Sinn machen. Ist die Frage, warum ich nicht gleich zwei Fische mitnehmen durfte? Also, ich bin, wie gesagt, da bin ich ja selber schon drauf gekommen, dass das schon eine ganz gute Idee sein könnte.